Der Dom birgt noch weitere Schätze. Die Kettenglieder, die Petrus an die Mauer seines römischen Kerkers gefesselt haben sollen. Die Domschatzkammer. Hier lagern die Kostbarkeiten der Kathedrale. Edelsteine und Gold. Für die Heiligen nur das Erlesenste. Reliquien sind dem mittelalterlichen Menschen das wertvollste Gut. Für sie bricht der Krieger vom Zaun, stiehlt und tötet er. Denn ihnen nahe zu sein, bedeutet die Nähe Gottes. Das Kopfreliquiar eines Märtyrers, die lebensgroße Büste, enthält eine Handvoll Knochen dieses Heiligen. Der Dreikönigstag. Die Gassen Kölns sind voller Menschen, vor allem Pilger. Viele haben monatelange Märsche hinter sich. Natürlich gibt es auch Klamauk, Handel, Unterhaltung. Aber deshalb haben sie nicht die Risiken der Reise auf sich genommen. Der Pilgermarsch verringert ihre Sündenstrafen. Sie alle hoffen auf die Fürsprache der Heiligen bei Gott. Neben Jerusalem, Konstantinopel und Rom ist Köln die einzige Stadt, die sich heilig nennen darf. Auch das verdankt sie den drei Heiligen. Ihr Haus für die Ewigkeit, das ist die Kathedrale. Doch so mächtig und gewaltig, so hilfsbedürftig ist sie auch. Kölns Bauhütte, direkt am Dom. Hier arbeiten rund 60 Steinbegeisterte, Kunsthandwerker, Ingenieure, Architekten und andere Kreative, die unter der Regie der Kölner Dombaumeisterin Frau Professor Schock-Werner den Dom für zukünftige Generationen bewahren. Heute, knapp 1,5 Jahrhunderte nach Vollendung des Hohen Doms zu Köln, sind sie damit beschäftigt, das zu erhalten, was Generationen von Menschen vor ihnen geschaffen haben. Dabei ähneln Aufbau, Struktur, aber auch die Arbeit der Dombauhütte in verblüffender Weise den Methoden des Mittelalters. Doch anders als ihre mittelalterlichen Kollegen müssen sich die Mitarbeiter der Bauhütte heute mit einem Problem herumschlagen, das ein typisches Kind unserer Zeit ist. Es ist die säurehaltige Luft des Fortschritts, die dem Dom zu schaffen macht. Sie frisst ihn auf, unmerklich, aber unaufhaltsam. Stück für Stück wird das Außenkleid des Domes ersetzt. Maßwerk, Strebewerk, Ornamente aus Stein. Ein ewiger Kampf. Die Männer und Frauen der Dombauhütte setzen ein Werk fort, das im 13. Jahrhundert begann. Eine verrückte Zeit. Fast wie aus dem Nichts entstehen in wenigen Generationen gigantische Kirchenbauten in einem völlig neuen Stil, dem Baustil der Gotik. Kleinstädte mit wenigen tausend Einwohnern leisten sich Riesenmonumente. Eine Welt in Bewegung. Finanziert von den Kirchengemeinden, den Domkapiteln, aber auch von wohlhabenden Spendern aus dem Adel und der reichen Bürgerschaft, entsteht ein in Europa historisch fast einmaliger Bauboom. Diese Bauhütten beschäftigen jeweils mehr als 150 gelernte Handwerker. Dazu hunderte von Handlangern. In nur drei Generationen entstehen mehr als 20 Großkirchen. Frankreich hat etwa 15 Millionen Einwohner, davon arbeiten Zehntausende am Wunder der Gotik. Scharen von Handwerkern tragen das Know-how dieses neuen Baustils weiter, vom Norden Frankreichs in den Süden, in die angrenzenden Länder. Die Erfolgsstory einer Idee, die schließlich auch in Köln ihren Einzug nimmt.